Anpassen des Halsbandes ist einfach. Achten Sie darauf, dass das Halsband nicht zu fest und nicht zu locker um den Hals des Hundes sitzt. Es ist wichtig, dass es nicht über die Ohren des Hundes gezogen werden kann. Befestigen Sie dann beide D-Ringe an den Enden der dünnen Führleine. Ziehen Sie die Führungsleine durch die Kunststoffführung vorne am Halsband. Ziehen Sie dann die Führleine über die Nase Ihres Hundes, sodass die Kunststoffführung unter der Schnauze bleibt. Jetzt ist Ihr Hund für den Spaziergang bereit. Wenn Sie gehen, sollte die Leine kurz, aber locker gehalten werden. Wenn Ihr Hund nach vorne zieht, ziehen Sie die Leine sanft zurück. Sobald der Hund nicht mehr zieht, geben Sie nach. Dieses Druck- und Freigabesystem ist der Schlüssel für die richtige Verwendung Ihres Canicollar. Mit dem optionalen Karabinerclip können Sie Ihren Hund von der Leine lassen, ohne das Halsband entfernen zu müssen. Dazu nehmen Sie einfach die Führleine von der Nase Ihres Hundes, ziehen Sie am Hinterkopf Ihres Hundes stramm, lösen die Leine und kreuzen die Führleine über dem hinteren Teil des Nackens, sodass die D-Ringe sich vorne treffen. Befestigen Sie die Karabiner aneinander oder an den Metallhaken auf jeder Seite der Führung.